heute erste Rückjagd. Ich bin gespannt, wie so ein kleines Kind vor dem Weihnachtsbaum. Gewehr nicht so bereit. Halt mal ein Seil. Jetzt mal auf 3,5-fach gestellt. Ich denke, das passt hier. Gewehr ist auf jeden Fall bereit. Ich auch. Wir wissen, dass es funktioniert. Die Tage ja noch mal ein paar Probeschüsse gemacht. Auch mal ein bisschen schneller in Folge geschossen. Das klappt super. Und ja, jetzt liegt es eigentlich nur am Wild. Alex. Ja, Treiben hat jetzt begonnen. Die Hunde sind geschnallt, man hört jetzt rundherum das Hundelaut. Mein Nachbar hat schon geschossen. Sauen, zwei Stück, also zwei Gramm, einer hat er gekriegt. Ein Schuss ist gefallen und ja, wir sind jetzt bereit und warten halt. Ne? Der ist auf der Fährte von der Sau. Da haben wir schon mal ein bisschen Adrenalin, ne? Auf jeden Fall. Wenn das nicht so wäre, dann stimmt was nicht. Na klar. Ich bin angespannt. Gerade jetzt, ne, wenn man so merkt, die Hunde wirklich von allen Seiten. Und mal rechts, links, dann das Laub, was noch an den Bäumen hängt, fängt an und knistert. Dann geht nun jetzt gleich, ist es soweit, aber ja, schwierig. Kommt auf jeden Fall ein Hund auf uns zu. Der auf jeden Fall, hoffe ich, was vor sich hier treibt. Ja, hallo Jäger. Das war die erste Drückjacht. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen halt heute mal so ein Video. Realistisch, authentisch, wie es halt sein kann auf einer Drückjacht. Nämlich, dass einfach alles passt. Ja, Stimmung alles, ist gut. Alles. Alles. Kanone Wetter. Ist perfekt eingeschossen. Matthias ist bester Laune. Und, Wetter ist spitze. Wir sitzen hier bei vollem Sonnenschein. Wir kriegen bald einen Sonnenbrand. Alles ist einfach top. Und dann hier auf der Yacht passiert einfach nichts. Null. Wirklich null. Wir haben noch nicht mal Anblick. Es hat überall geknallt, wie das so ist. Aber ich glaube, das kennt jeder. Und wenn ihr das auch so kennt, dann schreibt es dieses Mal in die Kommentare. Und das wollen wir mal wissen, ob ihr auch Erfahrung habt mit eben solchen Tagen, wo noch gar nichts geht. Wo nichts geht, ne? Gehst voller Erwartung her. Ne? Ja. Wirklich bewaffnet bis um die Zähne, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Geil wie ein Rettich, ne? Ja, es ist wirklich so. Ne? Ich war sicher, dass der Matthias heute seine ersten Sauen erlegt. Mm. So, der Kumpel von Matthias, der Alex, der sitzt oben auf dem Sitz, der hat direkt ganz am Anfang zwei Sauen vorgehabt, eine konnte er schießen. Ne? Ja, freut mich aber. Bei uns halt nicht, so ist das halt. Und Jagd. Ja, deswegen halt mal ein Jagdvideo von Jagd total der besonderen Art, nämlich ohne Jagd. So, ja. Ja, das Einzige, was wir dem haben, wir brauchen nicht weit zu bergen. Ja, mit ein bisschen drumherum, ist ja auch mal schön. Ja. Ja, okay. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Auf nächste jeden Fall. Woche geht es hier in dieser Region weiter mit der nächsten Drückjagd und dann schauen wir mal. Es kann nur besser werden. Besser werden. Was wildtechnisch angeht. Ne? Wetter ist nicht zu toppen gerade, aber wild ist halt null. Ja. Achso, wenn ihr Fragen habt hier zu Matthias Ausstattung, ja, dann könnt ihr das jetzt auch hier unter dem Video machen. Ja. Denn das ist wirklich ein cooles Gewehr hier, ja, mit dem Drückjagdglas. Schießt sie vor allen Dingen toll. Ja. Musst du wirklich sagen. Ne? Schießt sogar, ne? Schießt geradeaus, schießt gut und ja. Ob es die Sauen tot macht, werden wir dann hoffentlich nächste Woche sehen. In diesem Sinne, Weidmann Zeil, bis zur nächsten Drückjagd. Wir sehen uns. Jo. Nächsten Drückjagd-Video. So, jetzt gibt es doch noch eine kleine jagdliche Sequenz. Damit wir nicht so ganz ohne Inhalte dieses Video beenden. Da. Der Alex hat eine Sau geschossen. Vielen Dank. Auch mit einer Vergara, richtig? Ja, logisch. B14 Timbo. Ja, ja. Mit diesem komischen 30-06 Kaliber, ne? Ja. Funktioniert ja sogar. Ja, super geil. Das sieht gut aus. Also Matthias, du weißt, das nächste Mal nachlegen. Nachlegen.
so gedacht.